Willkommen zurück hier zu Outland. Und wie ihr seht, ich habe gerade mal wieder geschossen, weil ich im Menü war. Am Ende der letzten Folge bin ich in die Karte gegangen zum Pausieren. Und da, wie ihr seht, passiert das nicht mit dem Fiesen. Deswegen werde ich mir jetzt einfach angewöhnen, zum Pausieren ausschließlich die Karte zu benutzen. Und nicht das Spielmenü. Au! Das ist fies. Das ist aber so richtig fies, Mann. Gibt's ja gar nicht, wie fies das ist. So, geht's hier weiter? Nö. Wo komme ich denn hier hin? Da komme ich doch nur wieder runter. Und werde mich dann ärgern, dass ich wieder außen rumlaufen muss und den ganzen Kram auf mich nehmen von der letzten Folge. Da habe ich ehrlich gesagt nicht so Lust drauf. Deswegen gehe ich hier direkt mal hoch. Ich könnte mich jetzt hier weiter teleportieren, woanders hin. Tue ich aber nicht. Sondern ich möchte wissen, was es hier alles gibt. Wo muss ich denn hin? Ich muss da nach oben. Geld, Geld, Geld! 77.000! Das reicht auf jeden Fall für das nächste Upgrade. Hat der sich gerade wegteleportiert? Ja, hat er. Das ist so fies. Wenn ich getroffen werde, werde ich gestunt und kann nichts tun. Und wenn die Gegner getroffen werden, dann teleportieren sie sich einfach weg. Wo bist du hin? Wo bist du hin? Ich sehe dich. Geh weg. Ich will dein Geld. Ich will mein nächstes Leben upgrade. Ah, hier ist der nächste Boss. Für den ich natürlich wieder einen Guardian Key brauche. Alter! Die sind so schnell! Da ist noch so einer. Aber dagegen hat er nichts. Der hat kein Schild. Hihi. Sag mal, echt jetzt? Geh mal weg. So gefällt mir das doch schon eher. Ach, guck mal. Hier ist schon direkt der Guardian Key. Für zum Boss. Wer sagt's denn? Das war ja einfach. Da oben ist doch noch was, oder? Oder habe ich mir das gerade eingebildet? Da oben ist doch was. Ach nee, das ist nur Hintergrund. Okay, ich werde hier mal den Checkpoint mitnehmen. Bevor ich zum Boss gehe. The Winged Serpent. Die Schlange mit Flügeln. Ich bin gespannt, was hier passiert. Oh. Okay. Komme ich da raus? Ah, so. Vielen Dank, dass du mich befreit hast. Oh mein Gott, Hilfe! Nein! Was? Ah, ich komme dann wieder. Immerhin. Okay. Verliere aber scheinbar ein bisschen Leben. Hm, Geld. Nein! Verdammt! Egal! Und hier ist auch direkt ein Checkpoint. Das heißt, wenn ich jetzt sterbe, bin ich hier wieder mit vollem Leben. Immerhin. Bin ich gut. Aha! Das ist ja fies. Da hatte ich ja gar keine Zeit, richtig loszulaufen. Naja, was soll's. Wie gesagt, ich habe hier immerhin wieder volles Leben. Und ich laufe hier mal einfach direkt los. Wow, hey! Wie gemein! Ach so, jetzt muss ich
Natürlich. Autsch! Nein! Ah! Nein! Butter durch! Ach, verdammt. Ja! Ich wäre gerne etwas schneller. Diese Launchpads, die mich da vorne transportieren, die sind immerhin etwas schneller als mein reines Rennen. Kann ich da hoch? Leider nicht. Der nächste Checkpoint. Und jetzt würde ich gerne was. Okay, ich kann mich nicht mehr bewegen. Aha. Aha. Ich stehe. Mhm. Was muss ich hier tun? Muss ich hier wehtun? Hä? Was passiert, wenn ich den gleichfarbigen? Ach, dann explodieren die mit mir. Okay, verstehe. Ah, okay. Klar soweit. Klar soweit. Aus dem Weg. Au! So, und nun? Was habe ich jetzt davon? Autsch! Kann ich ihm jetzt irgendwie wehtun? Was zum... Kann ich dem jetzt irgendwie... Ich kann dir doch gar nicht wehtun. Oder mache ich das schon die ganze Zeit, indem ich da auf diese Knubbels drauf haue? Ich weiß es nicht. Ich muss mal drauf achten. Ist mir jedenfalls gerade nicht aufgefallen. Warum? Okay, schauen wir mal. Was passiert hier? Autsch. Jetzt kommen die Flügel hoch. Die Flügel schießen halt auch runter. Und zwar in der anderen, in der Farbe, die mir wehtun kann halt. Ja, weg, weg. Ja, das war blöd. Ich will ja hier blau sein. Sag mal, jetzt geht mal weg. So, und jetzt? Das Ganze nochmal bei mir, okay? Ich weiß ja nicht. Ist ein bisschen langweilig. Aua! Könnte ich vielleicht irgendwelche Drops kriegen oder so? Das wäre super. Oder irgendwas rauskäme aus dem Lied, wenn ich sie kaputt mache. Weißt du? Wie komme ich da jetzt ran? Hier durch? So, geht doch. Jetzt? Ja, und jetzt? Ach so, jetzt ist da vorne das Hauptding, das aussieht. Ja, lass mich aber durch. Mann, wie soll das denn gehen? Ich bin hier vollkommen überfordert. Um ehrlich zu sein. Ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Ich bin da total überfordert. Diese dämlichen ganzen Minen. Wie soll man denn bitte ausweichen? Da noch nicht mal ein Checkpoint zwischendrin. Okay, ich fange mal hinten an, dann arbeite ich mich vor, dann arbeite ich mich wieder zurück und dann arbeite ich mich wieder.
wieder vor. Und dann sollte ich ja direkt vorne sein, wenn ich loslegen kann. So, geh mal aus dem Weg. So. Ah. Ohne Scheiß, dadurch, dass ich halt so kurz gestunt bin, wenn ich aufschlage und die Bienen dann direkt in meine Richtung kommen, kann ich halt zum Teil überhaupt nicht reagieren. Kann, dass die Farbe wechseln im letzten Moment. Damit zumindest die Bubbles, die von oben kommen. Sag mal! Alter! Was zur Hölle? Ach, das war's schon? Ich habe gerade voll nicht drauf geachtet. Ich war einfach nur am Ausweichen und blind draufschlagen. Meine Güte, was war das denn für ein Boss? Also den fand ich jetzt hier aber nicht so gut. Die anderen Bosse fand ich bisher toll, aber der ist ja... Oh mein Gott. Einfach nur übertrieben. Aber gut, ich hab's geschafft. When the world was young, the winged serpent taught mankind the secrets of the gods. Fire and life were his gifts. But the fate of the sisters angered him, and when they were sealed in the Temple of Eternity, his teachings became as dust. Now, all that is left of him is the thunder. Okay, na dann. Das scheint der letzte Boss gewesen zu sein. Zumindest der letzte, der hier angezeigt wird. Die Frage ist nur, was muss ich jetzt tun? Ach so, ich komme jetzt wieder woanders hin. And so the warrior, the man of two souls, reached the gates of the Temple of Eternity. This was a place outside the world, where the sisters had dwelt since their imprisonment by the gods. Here they had waited, timeless, for the chance to escape and unmake reality, so that they might create it endlessly anew. Here now, their fate would be decided by the actions of a lone hero. Hm. Heißt das, wenn ich scheitere, dann wird sie weiterhin geben? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber erstmal genug für diese Folge. Die Folge ist schon lang genug. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Hier in an den Shores of Time. In der... Keine Ahnung, wie lange es noch geht. Auf jeden Fall eine der letzten Folgen dieses Let's Plays. Und, ach, ich mache das einfach nächstes Mal nochmal neu. Macht ja eine neue Aufnahme. So, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, auf Wiedersehen.